Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra aus der Basteloase. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe heute noch mal mir etwas ausgedacht. Und zwar habe ich in eBay einmal dieses Geschäftsbuch und so ein Lieferscheinbuch gekauft. Das hat eine verkauft und da sind dann solche Lieferscheine drinne und hier ist das dieses Geschäftsbuch, was ich ja total irre finde, mit diesen richtig tollen Blättern, wo man auch die Zahlen und alles so einträgt. Also das finde ich richtig toll. Da habe ich mich richtig gefreut, dass ich das gefunden habe in eBay. So, nun habe ich ja, weil das ja dann so, wenn ich das so ins Journal einfügen würde, dann müsste ich das so rumknicken, dann wären die Linien senkrecht, das fand ich total doof. Also habe ich mir zwei Seiten rausgerissen, habe die zusammengeklebt und auf DIN A4 geschnitten. Und dann habe ich sie bearbeitet. Und das sieht wie folgt aus. Und zwar so. Dann habe ich da drauf rumgestempelt und ich habe wieder die Elemente genommen, die ich ja aus dem Büchern ausgeschnitten habe, die ich hatte, und die habe ich ja mit so einem Klebeband, was immer wieder abziehbar ist, versehen, und so konnte ich so eine Collage machen. Und das gleiche habe ich gemacht mit den Lieferschein. Die habe ich dann auf dem DIN A4 Blatt geklebt und habe dann auch alles so da drauf gemacht. Und dann bin ich wieder zu meinem Drucker gerannt und habe diese Dinger jetzt kopiert. Und dabei ist Folgendes rausgekommen und ich finde das so cool. Also das ist jetzt so die Seite, die dann auch ins Junk Journal eingebaut wird. Und ich finde das so richtig toll und hier hat man noch Platz zum Schreiben. Hier kann man noch was raufkleben. Und das ist so richtig toll geworden. Das ist auf ein ganz normales Kopierpapier jetzt kopiert. Dann hatte ich mir ja bei Action dieses pastellfarbige Kopierpapier gekauft. Ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwo Kopierpapier bekomme, was so ein, ja, so ein Ton hat hier. Irgendwie so ein Eierschalenton. Dann habe ich das noch ein bisschen leichter. Das ist ja jetzt sehr orange, aber ich finde, oder sehr lachsfarben, aber ich finde trotzdem, dass das da ganz toll drauf aussieht. Das habe ich mir jetzt gleich ein paar mehrmals kopiert. Ein paar mehr Male kopiert. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Genau, und dann habe ich auch den Lieferschein kopiert und ich finde das so cool geworden, auch mit ihm hier oben. Ich finde, das sieht doch so cool aus und das jetzt schön eingebaut im Junk Journal. Das ist doch richtig toll. Und wir haben Laserdrucker, also ich könnte mir sogar noch überlegen, ob ich das Papier noch durch T ziehe. Das muss ich noch mal gucken. Das habe ich dann auch noch mal auf Orange gemacht. Genau. Und noch mal auf Weiß. Ja, da werde ich noch mal gucken, ob ich das mir noch durch T ziehe. Aber ich finde es total cool, wie das so aussieht und auch mit diesen ganzen Bildern. Und das ist so schön, dass man das jetzt alles abnehmen kann oder dass ich das alles abnehmen kann und da so Collagen draus bilden kann. So, das packe ich mal zur Seite. So, und dann hatte ich jetzt noch diese beiden Seiten und das habe ich schon durch T gezogen, diese Seite, diese Vogelseite, und dann waren hier so halbe Vögel drauf und die habe ich dann so abgeschnitten, damit da. Ach ja, gut, okay, den hätte ich vielleicht auch noch abschneiden müssen. Na gut, dann ist das jetzt so. Ich habe das nämlich schon kopiert. So, und das habe ich auch, diese beiden Sachen habe ich mir jetzt auch kopiert. Und habe die einmal so auf weißes Papier kopiert. Das finde ich, sieht auch schon schön aus. Und ich habe sie auch wieder auf den Blättern von den Sketchblock von Action kopiert. Und das finde ich richtig cool. Und da möchte ich jetzt so eine Karten mitmachen. Das wollte ich euch jetzt zeigen, wie ich das machen will. Dafür habe ich mir schon
den Universalblock von Action, den man ja immer haben muss. Also der geht auch weg für warme Buttersemmel hier. Und ich werde mal so einen etwas härteren nehmen. So. Packe ich hier mal zur Seite. Und jetzt möchte ich das aber gerade drauf haben. Diesmal benutze ich dann mal mein Papierschneider. Dann mal gucken. So. Unten kann noch ein Stück ab. Das ist dann auch nochmal beschrieben, die Frösche. Das fand ich dann auch schön. So. Schnipsel behalten. So. Dann mal gucken, dass ich das ungefähr gleich habe. So. Das ist da jetzt ein bisschen dicker. Das macht mir aber gar nichts aus. So. Und hier würde ich auch noch ein Stück abschneiden. Dann halte ich noch ein Stück mehr ab. So, habe ich den Rand ein bisschen mitgekriegt und hier oben auch. So, und hier. So, dann habe ich das schon mal geschnitten. Und dann soll das jetzt hier raufgeklebt werden. Und da muss ich mal gucken, ob ich das mit dem Brittstift hinbekomme. Ich werde das mal probieren. Hier sind ja diese Kanten. So. Ich habe jetzt in einem Video gesehen, dass eine dann so eine Gummiwalze benutzt, um das da richtig rauf zu machen. Das fand ich total gut. Oh. Das ist zu hoch. Und ich habe mir jetzt gleich eine bestellt. Die kommt morgen. So. Ja, da klebt das jetzt nicht richtig. Ich werde das andere doch mal mit Flüssigkleber probieren. Das probieren wir jetzt mal. Flüssigkleber. Aber nicht so viel davon, dass es nicht in der Seite wieder rausquetscht. Ja, mit so einer Gummiwalze, das fand ich total gut. Ich glaube, dass das viel besser geht als mit den Händen noch über zu streichen. So, das mache ich hier hinten, aber das so. Suche ich so gerade wie irgendwie möglich. So. Ja, nun guckt da doch ein bisschen der Kleber raus. Mal gucken. Wenn ich mein Tuch noch ein bisschen abmachen kann, so. Ja. Also, doch lieber Flüssigkleber. Ja, mit diesem Prittstift, da kann ich sowieso nicht so mit um. Das habe ich dann immer überall drauf, bloß nicht da, wo es hin will. So, und jetzt schneide ich mir das aus. Ja. Kommt so ungefähr hin.
es macht nichts, wenn das nicht ganz gerade ist. Das sehe ich nicht so verkniffen. So. So. Oh nein. Doch, ist abgegangen. So, dann habe ich das schon mal so weit fertig. Und jetzt will ich das ja noch ein bisschen auf alt trimmen. Dafür nehme ich mir den White Marker von Expresso ist das. Und ich setze mal lieber mit der Brille auf, weil ich den doch ein bisschen besser sehe. So, dann mache ich hier so ein bisschen so den Rand hier. Das war ja auch nicht ganz gerade sein. Ja, und das habe ich mir auch so selber ausgedacht. So. Und dann brauche ich ja wieder meine Bürste und mein Stempelkissen. So. Dann will ich hier so das einfärben. Wobei mir das noch nicht so wirklich gut gefällt. Ich gucke mal, ich hole mal meinen Randstanzel, meine Trio-Stanze. Ich glaube, ich möchte das nicht so viereckig haben. Ah, die ist so toll. Die geht auch durch den dicken Karton hier. So, das finde ich nämlich viel besser, wenn das so ein bisschen abgerundet ist. So, nun ist mir das ja nur so ein bisschen einfach. Dann habe ich hier nochmal so diese Metallornamente. Und hier mache ich hier noch ein Stück Bordüre rauf.
dann gucke ich mal, mache ich hier unten auch noch mal so ein kleineres Blatt drauf. Also wir haben auch so eine Klebefolie dabei. Muss man bloß gucken, dass man die mit abkriegt. Das kann auch noch hier unten mit drauf. So. Genau, das andere mache ich dann auch noch fertig und dann zeige ich euch das gleich. So, nun habe ich diese beiden fertig und ich finde, dass die doch richtig schick geworden sind. Und die können dann richtig toll in Junk Journal. Da kommt dann so eine Pockettasche hin und da werde ich die dann so rein machen. Hier habe ich jetzt noch Federn unten aufgeklebt bei den Vögeln. Genau, und hier habe ich noch eine Blume aufgeklebt. So, ich finde das eigentlich ganz schick. Ich freue mich da richtig, dass das so gelungen ist, wie ich mir das auch so vorgestellt habe. Wenn ich so Ideen habe, dann habe ich das im Kopf und dann überlege ich mir, wie ich das machen könnte und freue mich immer total, wenn das dann auch so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und euch hat das gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.